So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Forza Motorsport 6 mit dem guten Silas. Moin moin. Wir fahren heute mal auf Jasmarina. Bei Nacht oder bei Tag? Tag. Da fahren wir 15 Runden ein kleines Cup-Rennen. Wir fahren nämlich alle den Mercedes AMG GTS. Wir fahren 10 Runden. Ach, nur 10. Ja, Top-Vorbereitung hier am Start. Ja, bei mir wird Qualität groß geschrieben. Ja. Also ganz unten an der Ecke in Schriftgröße 2. Quantität, meinst du? Ist das bei dir? Start war ziemlich nice. Na, ich muss mal kurz links drüber. Hast du kurz Angst bekommen, was? Ja. Wo will die KI hin? Weiß ich nicht. Ich fahr mal hinterher. Einmal schon Insektenflora erkunden. Wow, wow, wow. Okay, da habe ich eine KI am Hintern berührt. Ja, hab ich die KI berührt, mein Fehler. Gut, wieder hier Strecke. Ja, gut. KI-Schwierigkeit ist unschlagbar. Also, wir können nicht gewinnen, heißt das? Genau. Ist ja unschlagbar. Ja. Oh Gott, ja. Ich seh's gerade. Darf ich vorstellen? Die unschlagbare KI. Ja. Ganz aktueller Gang. Vierter Gang. Es gibt Gummi. Also der ist schon schnell, ne? Boah. 2,54 habe ich aufbekommen. Oh, das war doch so ein richtiger Bremspunkt. Ich hätte nicht mehr lupfen müssen. Oh, richtig geil gebremst. Okay, KI macht wieder irgendwelche komischen Spiele. Aber bitte das nicht aus dem Spiel. Ich sehe nur den voll den Haufen, ey, mit den Knoten. Da hab ich keinen Bock drauf. So. Und du so mittendrin. Mitten im Leben, ne? Also Bremsen hätten Mercedes besser machen können. Oh, ich muss mich so reindrängen, sorry. Ja, perfektes Überholen auf jeden Fall. Das war's auf jeden Fall nicht. Vor mir ist der Stifler unterwegs. Ja, der Sniffler. Oh, Junge, wo bremst denn die KI? Du kannst ja voll durchziehen, Kollege. Wir fahren auch mit Simulationsschaden und einem und keinem Quickstop. Feinbar. Hast du wohl vergessen? Nee, beim Durchskippen, manche Strecken haben ja keinen Boxenstopp und dann macht er immer aus. Ich hab aber vergessen anzupassen. Gut. Also kein Quickstop. Und keine 15 Runden. Und keine 15 Runden. Vorbereitung on point. Ja. Weil das Video muss ja möglichst billig produziert werden, ne? Für maximalen genau. Gewinn. Aber beim nächsten, ist ja das erste Cup-Rennen, was auf deinem Kanal bringt, ne? Das nächste Cup-Rennen wird bestimmt besser. Also noch mehr falsch machen kann man bestimmt nicht. Falsche Autos nehmen. Ja gut, aber das macht nichts, weil die KI dann dieselbe Autos hat. Schalle. Bisschen weit außen. Ach was, das muss so. Welcher Platz bist du? Siebter. Dann bist du aber knapp hinter mir. Ja, da vorne, ich seh dich. In dieser Kurve hat Simon Motorsport ein GT36 kaputt gehauen. Welche Farbe hat dein Wagen? Meiner, schwarz. Matt schwarz. Jetzt ich nicht da vorne. Mit bissel blau. Also bist du ja. Dritter? Guck mal auf die Anzeige, du Kollege. Du Kollege. Ah. Ja. Nein, das war zu spät. Das war viel zu spät, wie das. Das war der Rückwärtsgang, sehr gut. Eigentlich war noch. Das 20, war der Rückwärtsgang, ey. Bei 20, 30 am Hand Rückwärtsgang reinhauen, kann man mal machen. Die KI, die fährt wieder gegen die Wand, super. Habe ich jetzt ein Getriebe schon? Mich will abkürzen. Oh, das ist doch eine Wand. Na egal. Egal. Alter. Wir müssen safe in der Box. Guck mal dein Benzin an, wie viel Sprit du noch hast. Wir überleben keine 10 Runden. Die KI dementsprechend auch nicht. Also tatsächlich doch mit einem Quickstep, man muss scheinbar einmal in der Box. Ach, mach ich den Sprit-Challenge, dass ich ohne Quickstep durchfahre. Mach mal. Die KI schießt sich wieder ab, super.
Gefällt mir. Super. Oh ja, da kann man auch mal schön querfahren hier. Ja, sehr gut, Idee. Müssen ja noch drei Punkte machen, ne? Die KI kommt mir jetzt nicht so stark vor. Aber es ist sowieso von Auto zu Auto unterschiedlich. Also bei Formel 1 in der Karriere bin ich auch nicht auf Unschlagbar gefahren. Da bin ich auch nur auf Profi gefahren. Weil da ist die auf Unschlagbar wirklich so schnell, da kommen wir auch nicht hinterher. Da habe ich, glaube ich, auch sogar Pfeifen gemacht teilweise. Also hier. Ja, bei Formel 1. Genau. Weil das ist da wirklich, also da ohne zu fahren und dann Unschlagbar, das ist wirklich hart. Ja, gerade wenn du dann diese Kackstrecken hast mit den Haarnadelkurven, etc. und dann mit Formel 1 sagen, der ja, im Fünfgang immer noch Wheelspin hat. Muss nicht sein. Aber sonst waren die Verhelfen eigentlich immer aus. Ja. Ich, sonst... ich also glaube, sie waren vielleicht noch bei den ganz, ganz alten Formel 1 Wagen an. Wir sind aus den Anfang der 60er oder so. Ich bin noch nicht gefahren. Ja, ABS habe ich immer aus, Stabi auch, nur bei Formel 1 hatte ich Traktionskontrolle an, ich glaube, das war's aber auch. Ideallinie sowieso immer aus. Ja, aber auch kein Mensch. Und am besten die, die sich trotz Ideallinie verbremsen. Das ist immer so geil. Denn so, die Linie hat auch noch grüner gezeigt. Wobei die Ideallinie wirklich immer zu früh rot anzeigt. Das hilft dagegen, Kopf einschalten. Ja. Ich habe mich sogar nicht verbremst. Oh. Da kann man klatschen. Das geht gerade nicht. Ich kann auf mein Bein hauen. Warte. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe eine Aufnahme, sieht das. Fabian, 500 Meter. Was ist da los? Ja, nicht viel, ne? Schönes Wetter. Wir sind doch hier in Dubai, ne? Also. Da ist Dubai hier, in Abu Dhabi. Abu Dhabi. So ist das. Er bremst. Ey, da vorne ist der Letzte. Ich sehe den Letzten auf der Karte. Nach drei Runden gleich mal dick überrunden. Perfekte Kurve, jawohl. Stark, ne? Wenn sicher, dass ich muss du ja mal... quickstoppen musst, wegen dem Sprit. Ich bin, habe gleich drei Runden abgeschlossen und bin jetzt bei 75%. Ja, ist ja gut. 3, 6, 9, ja doch. Das heißt, du kannst pro Runde 10% verbrauchen. Das ist aber auch schon stark, ne? Auf 5 Kilometer 10% Sprit leer fahren. Das ist schon... V8. Turbo, Biturbo. Ein Turbo, Biturbo. Ein Turbo, Biturbo. Der Turbot. Welchen Mercedes mit 5 Stunden? Den SLS oder den AMG GT? Mit riesigem Abstand AMG GT. Echt? Ja. So schöner finde ich den auch, aber nicht mit riesigem Abstand. So ein bisschen. Weil hätte der AMG GT noch Flügeltüren wie der SLS? Und serienmäßig einen festen Heckspoiler. Nicht nur beim GTR. Ja, ich bin festen Heckspoiler sowieso meist geiler. Hier zum Beispiel Porsche GT2, GT3. Oh yes. Das sind Flügel, wo die in der Serie wirklich... Das sind richtige Männerflügel. Aventador SV. Oh, sehr geil. Den SV-Flügel, den finde ich so geil. Den BC-Flügel finde ich gar nicht mal so geil. Subi, die finde ich geil. Oh ja. Du findest den Flügel vom Rover BC scheiße? Aber vom Supi geil. Selbe Bauform. Aber da muss man echt sagen, das kommt immer auf die Bauform drauf an, vom Auto und nicht vom Flügel, ob es passt. Beim Supi passt sowas mega. Den WRC-Flügel beim Supi finde ich auch immer geil. Das ist ja quasi Serienflügel mit diesen einzelnen Finnen nochmal dazwischen. Mhm. Oh, ich finde den so geil, ne? Falls ich irgendwann mal einen Supi besitzen sollte, immer so Flügel. So einen alten Legacy. Willst du auf deinen Corsa dann auch einen Flügel drauf machen? Nein. Nein? Also ich hab meinen E36 schon.
Aber das ist auch ein Serienflur, den ich da drauf machen möchte. Ja, du hast aber auch ein Coupé eigentlich und ich habe halt ein. Oder? So eher Coupé-artig, ne? Deiner. Meiner halt, ja, ich habe ja den Coupé. Den gibt es noch als Kombi und wie heißt ein Kompakt. Meiner ist sogar angegeben als Coupé. Ich finde bei so einem wirklich kompakten Wagen, wo das halt auch so steil abfällt, wie weiß ich jetzt bei dem Corsa, bei den meisten kleinen Wagen, aber sich auch Focus RS, da finde ich den Spoiler nicht geil. Muss ich sagen. Das passt beim alten so. Focus RS finde ich den Flügel auch nicht geil. Aber ohne Flügel sieht er auch kacke aus. Der sieht eigentlich immer kacke aus. Beim neuen Focus RS finde ich den nur relativ geil. Aber so dezentere Flügel in der Serie sind auch geil. Porsche GT3 zum Beispiel. Nein, der ist nicht dezent. Ja, aber zum Beispiel GTR, der Serienflügel, der ist sehr zurückhaltend dezent. Oder Porsche 918, finde ich auch richtig gut. Der ist aber auch. Der Sprit sagt ja, 66%. Das passt doch voll. 918 ist aber auch hier so eine Sache. Der ist zwar serienmäßig da, aber auch serienmäßig ausfahrbar. Die kannst du aber auch ausgefahren lassen, ne? Also. Ja, also scheiße ist er nicht. Was mir nicht gar nicht geht, ist der P1 mit eingefahrenen Flügel. Das finde ich sieht so scheiße aus. Es geht. Da muss das mal wirklich ausgefahren sein, volle Kanne. Also auf zweite Stufe, nicht auf die erste. Sieht dann auch scheiße aus. Also so wie es im Forza ist. Schön denn da. Was, wie heißt denn der? Ist das der Corsa-Mode? Ja, ne? Der was? Im Forza ist der P1 immer auch im Corsa-Mode, ne? Weiß nicht. Hast du nicht Track-Mode bei McLaren oder so? Ich weiß es gar nicht. Oder Race. Also bei Lambo heißt es Corsa, der Rennmodus. Das weiß ich. Bei Ferrari auch. Oh, spät gebremst. Ein bisschen zu spät. Was ist denn das schnellste Auto, was du jemals gefahren bist? Ein Golf. Der Fahrschulgolf wahrscheinlich, richtig. Ne? Als ob. Ja. Zwar meine, ich glaube, zweite Fahrstunde war das. Dann war erst eine Stunde halt Landstraße und dann halt zur Autobahn hin. Quasi dann, genau gesagt, in der dritten Fahrstunde war dann Autobahn. Mein Fahrlehrer war so ein bisschen, ich wollte so 130 fahren, nochmal Richtgeschwindigkeit. Weil es war, ich war halt nicht wirklich erfahren, wollte jetzt mal langsam fahren. Und der hat das Pedal einfach durchgedrückt. Ich sollte den Wagen mal austesten, ja. Sind wir gelandet bei ca. 200 km/h. Mein Fahrlehrer hat auch mit seinem Handy mein Tacho fotografiert, während ich 200 gefahren bin. Mein Fahrlehrer war einfach richtig der Cake. Ich bin 140 gefahren, er meinte, fahr nicht so schnell, wir haben auch das Fahrschulding kack auf dem Dach, das kann wegfliegen. Ja, das hat abgemacht bei mir. Bei mir nicht. Aber ich glaube, er wusste auch einfach, weil er, also ich, bei meiner ersten Fahrstunde meinte mein Fahrlehrer zu mir, das wird eine kurze, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ne? Mhm. Das Einzige, was er immer bei mir bemängelt hat, ist, dass ich zu schnell gefahren bin. Ich konnte von vornherein Auto fahren, alles Mögliche. Er hat nie irgendwas bemeckert, außer dass ich immer zu schnell gefahren bin. Und ich brauchte auch keine Extra-Stunden mehr und von Landstraßen. Fahrten hast du ja auch, ich glaube, 6 Pflicht oder 8 Pflicht oder irgendwie so. Hat auch 2. Ich glaube 5 Überlandfahrten, 4 Nachtfahrten der Autobahn oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er bei mir da 2 weggestrichen und gesagt, die brauchst du nicht fahren, ich kreuz die als gemacht an, die brauchst du nicht. War bei mir genauso. Nachtfahrten habe ich gar keine gemacht, Autobahn nur dieses eine Mal. Diese 2 Stunden. Dann auch nie wieder. Ja, ich bin auch nur einmal Autobahn gefahren. Ja, das schnellste Auto, was ich gefahren bin, war, glaube ich, sogar der Focus ST. Ne, der Focus ST neulich vom Kollegen. Habe ich auch in eine Gruppe geschickt. Mit 400 noch was PS. Ja, moin. Das war das schnellste Auto, was ich jemals gefahren bin. Frontantrieb hat bei 120 noch Höchstwind. Das hat auch mit den meisten PS, was ich gefahren bin, war der Seat Altea von meinem Vater. 180 PS. Jetzt. Wow! Du bist sogar älter als ich, ne? Ein paar Monate. Mit dem bin ich gefahren, weiß ich, vielleicht 120 oder so.
Mit dem Corsa eigentlich genauso. Ich bin mit dem Corsa noch nie Autobahn gefahren. Wie kommst du zur Arbeit? Nur über Land? Ja, nur Landstraße. Weil ich muss auch sagen, Landstraße bockt mehr als Autobahn. Autobahn geht zwar in den meisten Fällen schneller, aber. Aber auch mehr Verbrauch, macht, ne? Macht nicht so viel Spaß. Weil nicht mehr. Autobahn macht keinen so viel mehr Verbrauch. Weil da eine konstante Geschwindigkeit wäre. Bei Landstraße auf dieses Bremsen, wieder Gas geben. Bremsen, ja, aber Gas. Ich habe ein Problem an Getriebe, das ist relativ kurz. Ja, gut, dann. Ich habe auch erstmal nur 5 Gänge. 5 Gang Fahrtschaltung. Bei 100 km/h bin ich so circa im 5. Gang bei 3200 Touren. Benziner oder Diesel? Benziner, ne? Ey! Ey! Alter, diese KI. 5. Gang bei wie? 120? Bei 3000? Nein, 5. Gang 100 km/h. Bei 3200. Ja, meine ich. Krass. Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin, als ich mal im BMW Probe gefahren bin, ich habe den ja jetzt noch nicht. Da bin ich höchstens 100 gefahren, weil das Auto hatte keine. Also, der 100 war in dem Fall viel. Das Auto hatte keine Kennzeichen dran. Und das war eine ganz normale Wohnstraße. Also in der letzten Ecke, in der Wohnstraße. Und dann bin ich immer die Wohnstraße 2-3 Mal hoch und runter gefahren, habe alles mit getestet, Bremsen, etc., ob das Auto links oder rechts zieht. Und habe dann in dieser Wohnstraße, wo 20 ist, bin ich einmal 100 gefahren. Muss ich ausprobieren. Das ging aber im dritten Gang noch. Und da war ich auch nicht wirklich. Da war ich noch nicht im roten Bereich oder so. Hallo, KI. Kannst du gerne ein bisschen mehr Platz machen? Oder auch nicht? Wir sind am letzten Schultag nochmal Trabis gefahren, die wir uns gemietet haben. Da ist einer in der 30er-Zone mit einem Trabi 80 gefahren. Schneller kann das Auto aber auch nicht, ne? Ja, doch, ein bisschen. Also, wir haben den auch schon ordentlich. Auch im Kreisverkehr. Wir haben unseren Kreisverkehr. Wir werden insgesamt 4 Autos: 2 Trabis zu mieten und 2 von unseren Schülern halt, weil wir nicht alle da angepasst haben. Sind wir mit diesen 4 Autos im Kreisverkehr ein paar Runden gefahren? Hupend natürlich. Hupend, irgendwie schreiend mit Musik oder so. Mit Trötenpfeifen. Dachte mir so, alles klar. Ja, moin. Kann man mal machen. Das haben einfach gleich alle angeguckt draußen. Dachten sich auch so, was soll das für Hurensöhne? Direkt Hurensöhne. Dann waren noch, wollten noch ins Kreisverkehr reinfahren, die kamen aber nicht rein, weil wir da drin waren. Haben wir erstmal schön warten lassen. Aber Fabian, jetzt mal im Ernst, was ist los? 1,5 Kilometer? Ich meine, da krieg ich auch ein bisschen zu kämpfen. Weil die auch nicht immer so unbedingt übertrieben fair fährt. Und das ist ja. Nichts Neues. Ne? War gerade wieder Zweiter. Noch ein Fahrlehrer. Wir haben eigentlich viele Sachen immer gemacht, viele geübt, aber auch viele Sachen gemacht, die nichts mit Autofahren zu tun haben oder nichts mit Fahrschule. Wir waren im Baumarkt einkaufen, für ihn Sperrmüll abliefern oder so, welche Sachen holen. Du hast aber übelst den chilligen Fahrlehrer, meiner war so richtig. Sperrmüll abgeben heißt, wir fahren irgendwann, wo Sperrmüll liegt, steigen aus, räumen da alles hin, was wir haben und fahren weiter. Ja. Mein Fahrlehrer, das hat man vorhin auch gesagt, der ist richtig komisch, das wäre so der perfekte Roboter gewesen. Der war saunett, also wirklich, mein Fahrlehrer, der war so nett, aber er hat immer dieselben Stimmlage gehabt, egal was passiert ist, er hatte immer dieselben Stimmlage, immer dieselbe Stimmfarbe. Und hat immer richtig konstant gesprochen. Und so richtig seriös, so richtig deutsch. Deutsch. Ja, aber er ist richtig nett. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Video hier guckt. Natürlich. Das wäre komisch. Aber der war. Er war korrekt, aber komisch. Der war immer sehr aggressiv. Ich muss Sachen machen, genauso wie er es will. Wenn ich es anders mache, aber trotzdem richtig, ist es ihm egal, er schreibt mich an. Angeschaut hat er mich nicht. Habe ich dir erzählt, als wir mal eine abgeholt haben bei mir und die so richtig behindert gefahren ist? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, was uns passiert ist.
So Sachen wie, du kommst auf eine Straße zu, wo ein Stoppschild ist, und sie fährt im dritten Gang an, ohne zu, also sie fährt auf ein, im dritten Gang auf das Schild drauf zu und will ohne zu kuppeln anhalten. Das Auto immer einen Satz nach vorne gemacht. Und will aus einer Parklücke am Straßenrand ausparken, ohne vorher zurückzusitzen. Sie wäre einfach straight im Auto vor uns hinten drauf gefahren. Jo. Dann fährt die beim Ausparken, also selbe Situation, beim Ausparken, als sie dann zurückgesetzt hat, nachdem der Fahrlehrer darauf hingewiesen hat, er hat die so langsam gelenkt, dass sie erstmal gegenüber auf den Bürgersteig gefahren ist. Also. Ey! Oh Mann! Wow! Dann solche Sachen wie im dritten Gang anfahren wieder. Dann mussten wir einmal außer ganz normalen Straße rausfahren auf eine Hauptstraße. Und aus der Ausfahrt, wo wir rauskamen, war vorher noch ein Radweg. Und dann kam halt, muss man links abbiegen, ne, dann Gegenverkehr und dann unsere Spur. Die ist so scharf abgebogen im ersten Moment, dass die direkt auf den Radweg gefahren ist. Die hätte einfach über den Radweg drüber fahren müssen, über die Fahrbahn drüber und dann auf unsere Spur. Sie wäre so knapp abgebogen, dass sie eben auf den Radweg gefahren ist, gefahren wäre. Da frage ich mich, wie kann ein Fahrlehrer bitte so viel Geduld haben? Wie können solche Leute den Führerschein irgendwann mal bestehen? Ist ja bestimmt kein Einzelfall. Da hat man dann danach richtig Angst um Straßenverkehr. War immer schon sehr aufregend. Weil ich sagen muss, ich bin nicht gerne. Ich fahre gerne Auto, ich fahre richtig gerne Auto. Ja. Aber ich fahre richtig ungern. Also in so einer 3-4 Fahrt mit meinem Fahrlehrer hatte ich danach eigentlich nicht mehr so Lust. Ich habe mich nicht mehr so, also ich hatte schon Lust, aber ich habe mich nicht drauf gefreut, boah, gleich Auto fahren. Weil es mit dem Fahrlehrer immer richtig langweilig gewesen ist. Und dann auch noch in so einem Mini Cooper S. Ja, war es überhaupt ein S? Mini Cooper auf jeden Fall. Und die Windschutzscheibe oben hatte so eine Rundung nach unten Richtung Motorhaube hin, sodass das Mann! Dach halb in die Windschutzscheibe geragt hat. Und ich konnte nie rechts zu einer Ampel rüber gucken, nach Schildern gucken. Ich musste meinen Kopf immer so richtig nach vorne, nach unten machen, dass ich überhaupt was sehen konnte. Was da überhaupt für Ampeln steht oder was da für Schilder sind. Das ist so ein Kackauto, ne? Ich finde Minis sowieso mega scheiße. Allein vom Interieur her finde ich die richtig scheiße. Die sehen aus wie ein Stück Scheiße. Und genau so lassen sie sich auch fahren. Weil du einfach keinen Überblick hast. Ich bin auch 1,90 Meter, kann auch daran liegen. Aber selbst ich hatte den Sitz immer ganz unten. Und du sitzt trotzdem richtig kacke, weil dann das Lenkrad auch zu weit oben ist. Kannst du auch noch eine Höhe verstellen, ist immer noch immer scheiße. Und du sitzt einfach richtig kacke in so einem Auto drin. Diese KI, Alter. Die hasst mich. Glaube ich. Wenn ich, nicht nur die wenn ich überhole, bin ich nicht unbedingt dabei der Fährste. Ich stehe auch gerne mal in rein, auch wenn man da nicht das wirklich merken sollte. Aber jedes Mal, wenn ich das mache, wird die KI so um. Die haben mich jetzt irgendwie die Position haben, das ziehe ich jetzt nicht ein, checkt mich von der Kanne weg. Ja. Ich bin jetzt in der letzten Runde. Das ist mich voll das scheiße. Ich mal ein bisschen. Hätte auf dem zweiten jetzt schon sein können, aber nee. Nee. Da sind nur 200 Meter bei euch, die kriegst du noch. Den muss ich aber auch noch überholen, ne? Und dann, das kann wieder lustig werden. Wenn ich das schaffe. Da noch halb. Komm, jetzt dürfte ich die Kurve hier mal von. Fahr mal rückwärts wieder. Soll ich? Die letzte Runde, guck mal, ich guck mal jetzt. Jetzt bin ich gerade auf der Geraden und hab Hinterreifen 14%. Also ein Straßenreifen nützt nicht ganz so schnell ab wie Rennreifen. Alter, mit 20%, das krieg ich nur hin. 6% nach halben Runde, 14% nach 10 Runden, 9 Runden. Easy. Ey, der muss echt ein bisschen warten. Ich habe nur 30 Sekunden eingeschränkt, bekommst du einen nie beendet. Ist mir scheißegal. Ich hab genug Geld, sie lassen, ne? Also. Na gut. Oder gestern die 82 Credits oder so? Oh, von ja. Rock. 33 Runden Lime Rock.
Das war episch. Den zweiten kriegen wir echt schwer. Diesen Mike. Ja, der heißt genauso. Ja. Bremspunkt. Schön spät. Perfekt. Die letzten Kurven möchte ich jetzt nochmal. Meine Nase juckt, nicht gut. Krieg den, glaube ich, nicht mehr, oder? Wenn ich Kurven richtig abkurze, dann vielleicht schon. Okay. Und ich verbremsen hier, das wäre auch ganz nett. Vielleicht kriege ich den vielleicht noch. Ja. Jetzt bitte, lieber Typ hinter mir. Bitte ja. Versuche, Blechkontakt zu vermeiden. Aber 20%. Ihr habt es fast. Ich hab ihn jetzt aufgeholt. Weiß ich nicht. Nachdem ich jetzt die Hälfte Runde mal gedriftet bin. Die Hälfte Runde? Die Hälfte Runde, ey. Das Auto lässt sich wohl relativ gut fahren auf dieser Strecke. Ja. Ja, niemals beendet. 2 Minuten 27. Was bist du gefahren? Beste Runde? Hab ich gar nicht gesehen. Guck ich gleich nochmal. Ich bekomme nicht mehr ein Level Up. Okay, 54.000 Credits läuft. Level Up, wo habe ich? Rennen ergeben. Habe ich 1. 2,27. Oh Junge! 2,34 bist du gefahren. Ja, das Junge! Das ist immer der bessere Fahrer von uns beiden ist, ne? Richtig, der Mike. Wer macht sich bitte so einen Namen? Das verstehe ich nicht. Er muss auf die Tastatur so hämmern. So. Ja, genau. Gamertag Allahu Akbar, noch so ein Bild von, weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, Pakistan oder so, die Landesflagge, da läuft das. Oder so ein Bin Laden. Also soll ich wollte Taliban sagen, aber ich habe Talisman gesagt. Ja. Ja, der Renault Taliban. Der Renault Taliban. Ja, Mann. Mit einer neuen Bombensicherung. Na gut. Das war ein kleines Coup-Rennen. Ich, ohne Scheiß? Ja, das sage ich gleich in einer anderen Folge am Anfang. Dann Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke natürlich, Silas, fürs Mitmachen. Ja, ich gehe jetzt erstmal dick cake. Hat keinen Spaß gemacht mit dir. Sehr gut. Und dann, ciao. Ciao.